Wie unschwer erkennen könnt, ist Remo ausgestattet. Er hat sein Brustgeschirr um von US K9. Seine Pferdenleine. Ich benutze eine 5-Meter-Leine. 8 Meter würde auch gehen. Sitz. Remo. Sitz. Sitz, habe ich gesagt. Hopp. Und los geht es. Remo, suchen Hilfe. So, jetzt haben wir hier eine Abbiegung. Remo kann jetzt geradeaus praktisch. Könnte natürlich auch links rein in den Weg. Ich beeinflusse den Hund jetzt überhaupt nicht, weil ich nicht weiß, ob meine Versteckperson ist, und auch dann würde ich es nicht machen. Er hat sich jetzt rechts entschieden. Ich halte nur die Leine, also ich führe nur den Hund. Der Hund muss selber entscheiden, in welche Richtung er meint, wo die Fährte weitergeht. Er geht wieder zurück. Jetzt hat er die Nase ganz am Boden, wie ihr erkennen könnt. Das ist ein Zeichen, dass er eine intensive Spur hat. Die Verhältnisse sind heute, was Wind angeht, nicht sehr gut. Er wird nicht so leicht den Geruch in der Luft aufnehmen können. Es ist überhaupt kein Wind. Er musste total auf seine Nase jetzt alleine verlassen am Boden. Und so wie es aussieht, ist er auf die Spur. Es ist sehr warm heute. Deswegen habe ich mich auch für eine kurze Strecke entschieden. Wir sind immer noch nicht gleich überfordert, noch so eine gewisse Zeit wieder. Aber ich möchte auch, dass er wieder in Erfolg genehmigt hat, wo er wieder sagt, oh ja, das macht doch viel Spaß. Im Moment lässt er sich nicht beirren, selbst wenn er eine falsche Fährte gelegt hat, er bleibt auf der Spur. Man sieht es beim Hund, jetzt hat er was anderes. Das hat wahrscheinlich nichts mit der Fährte zu tun, das wird wahrscheinlich eine Hündin gewesen sein. Aber jetzt hat er die Fährte wieder. Man erkennt das bei einem Hund ganz genau, wenn die Nase am Boden ist, tiefer am Boden ist. Dann erkennt man, dass der Hund eine intensive Spur hat. Er hat den Kopf öfter jetzt mal nach oben, weil er meint, er kann im Wind etwas riechen. Hunde können sehr gut auch im Wind riechen. Weil die Spur von uns Menschen wird ja, kilometerweit getragen, diese Geruchspartikel durch die Luft. Das kann Hund ohne weiteres noch aufnehmen. Aber Wind ist heute nicht da und das ist leider nicht sein Partner heute bei der Suche, der Wind. Er muss sich ganz alleine jetzt auf seine Nase am Boden lassen. Aber sieht nicht schlecht aus. Jetzt geht er kurz zurück. Kann sein, dass er eine falsche Fährte gelegt hat. Nein, er liegt selbst eine Fährte. Muss mal Pipi machen. Muss auch hin sein, dass die Hündin wissen, dass er hier war. So viel Zeit muss sein, sagt Limo. Aber geht sofort auf seine Fährte wieder. Man kann es vorstellen, er geht sofort auf die Spur zurück. Guckt immer mal im Wald drin. Wahrscheinlich sind da ein paar Rehe. Jetzt hat er die Nase wieder ganz am Boden, er muss nah an der Person sein.
Jetzt, Leute, ziehe. Allein, ich merke den Druck. Er muss ganz nah sein. Und da, was haben wir denn da? Da haben wir es. Wunderbar. Er hat sie gefunden. Das lässt ihn gleich absitzen. Das muss er bei einer Rettungsstaffel auch machen. Da werden die Personen verbellt. Wunderbar. Und damit wünschen wir euch einen schönen Sonntag zusammen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wir melden uns demnächst vielleicht mal wieder öfter. Weil die Ausbildung geht auf jeden Fall weiter von Remo. Schönen Sonntag noch von uns allen. Ciao. Servus.